Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play, diese Spiele. Ich sag das immer nur diesen dummen Ton, weil ich immer vergesse, wie das Spiel wirklich heißt. Wolfenstein The New Order. Oh, I'm sorry, it's just my wedding ring. It's gone. It's gone, no. So clumsy. Oh no. I lost it when we got back. It's not worth much, but it's all I have left of it. Okay, I will help, I will help. Sebastian, oh no. Okay, jetzt weiß ich, dass ich das zuerst machen soll. Gib her. Ich musste übrigens den Fight gerade nochmal machen. Und da habe ich noch gemacht, diese Ding mit dem LKW, Fully Powered LKW Without Missing. Das habe ich an diesen beiden Typen gemacht, die da waren im letzten Part. Was geleuchtet, will ich haben. Okay, ich soll einen Wedding Ring finden. When we got back. If we're going to steal a Nazi U-Boat, nein, die helfe ich jetzt nicht. Ich muss jetzt ein Ding finden. Okay, unser Letter. Hallo, Klaus Kreutz. Achso, das Ding, das hatten wir schon. Da ist hier, Zimbabwe. Oder wie er hieß. Ne, das ist Zimbabwe. Das andere ist, weiß ich nicht. Sie fragen, ob ich den hier finden soll. Hat einer von euch einen Ring gesehen? Ich muss einen Ehering finden. You still got it, old man. Ich stehe gerade das Schild in der Wand. Hat hier ist irgendwas zum Anfassen? Das da? Oh, okay. Well, that seems to be in order. Das ist das Lager von Fergus. Ist das das von Fergus? Ich glaube schon. Aber es hat sich ein bisschen verändert seit letztem Mal, oder? Ne, das ist Caroline. Aber war Fergus nicht ja vorher drin? Ah ne, der war oben, oder? Hello? Buddies. You seen wedding ring? I search for wedding ring. Ich meine. Die sind ja. Vor wie lange sind wir gekommen? Wir sind hier lang gekommen, weil wir mit dem Auto gekommen sind, oder? I search for Zimbabwe. Hello? Wedding Ring. I search. Wer Wedding Ring? Ah, hier denk mal da oben nicht. Ist ja die Frage, wo wir hergekommen sind, ne? Hallo Tekla. You shit. Go away. Hello. Was machen Sie da, Sesach? Also ich nehme mal an, wir sind nicht hier lang gekommen, weil das hier unsere Flugdinger sind. World 101, okay. Die mögen mich ja nicht so gerne. So, also ich schüchter die irgendwie ein. Ich muss jetzt sagen, sorry, aber so ein Wedding Ring zu finden, scheint nicht so leicht zu sein. Ich weiß nicht, wo ihr hergekommen seid. Wenn du mir einen Tipp geben könntest, wo ihr seid, kannst du mir was sagen dazu vielleicht? Wer Wedding Ring? Find the ring. Thank you, Spiel. I know what I have to do. But where is Ring? Ne, hier war Fergus, ja. Max Hass, haben Sie Ring gesehen? Herr Hass. Der arme kleine Dulli, ich könnte sein Spielzeug nicht wiedergeben, weil das Spiel sich so gedacht hat, hey, die Hauptaufgabe ist doch schon für alles. Here we can sleep. Wollen wir sleep? Ich weiß nicht. Was haben wir für einen Vorteil davon? Ich suche erstmal weiter, dann können wir mal Sleep ausprobieren. Haben Sie gesehen einen Ring? Ich suche einen Ring. Esteban. Ring. Ring. Hallo. Ring. Vergiss Ried. You seen Ring? Captain Blazkowicz. Servus. No problemo. Thank you for leading me back to my wife. I had lost her. I had lost so many. Warte mal. Wir waren doch Abzeichen blau. Und die waren unserem. Oder waren wir rot? Auf jeden Fall das schwarze Abzeichen, das mussten wir uns von ihnen holen. Wie sollen die beide das schwarze Abzeichen jetzt? Sie war doch in dem ganz anderen Trakt, wo wir waren. Oder irre ich mich gerade? Das kann natürlich sein, aber.
Tools. Yeah, tool, but I need a ring. Where the ring is? Wo bist du? Nichts. Hier Ring. Ja, yep, funktioniert auch. This is turning into some kind of compulsive behavior. Barrett Welder, Fergus. Danke, Fergus. Ja, ich kann wirklich nur da werden, das ist cool. Hier können wir wieder ein Nightmare machen. Aber wir wollen ja kein Nightmare machen, weil wir wissen, was da passiert. Oh Gott. Also ich würde ja gerne den Ring finden, aber ich bin ja so grob als abgelaufen. Ich habe auch keine Ahnung, hier lang. Nein. Ich weiß ja nicht, wo wir hergekommen sind. Weil ich muss ja eigentlich aus Zimbabwe kommen. Hätten wir ihn auf dem Weg finden sollen, wieder hier zurück? Oh, ich war durch den Raum nicht drin, obwohl. Ich habe keine Ahnung. Wir sind hier an Zimbabwe vorbeigegangen. Ah. Hier liegt nicht zufälligerweise neben dir? Oder unter dir? Ihr Ring ist schlecht. Warte, ich wollte nur das Bett ausprobieren. Wo ist das Bett? Zeigen Sie mir das Bett. Das ist mein Bett, oder? Gutes Nächtle. What the fuck? Christ, Tekla. Why aren't you asleep? I try not to sleep. No telling if I'll ever wake up. Let me ask you something. He will not understand. Where do you go when you lose consciousness? Why even bother? What? Surprise, surprise. You have a brain. The brain is a biological computational device running an electrochemical process. Your consciousness is an emergent property of said process. Blank face like that of a baby. In other words, you are your electrochemical process. Fundamentally, you have the experience of a continuous existence. You are you at this point in time, the same you as you were in the past, and you have a sensation of riding along this continuum of being you into the future. Do you follow me? Doesn't look like actually, no. Continuing. On occasion, the brain may be subjected to trauma, temporarily discontinuing the electrochemical process, such as a boxer being knocked out. As this occurs, the brain is no longer running its electrochemical consciousness generating process. Hence consciousness is lost. You lose consciousness. Pay attention now. At this point in time, your consciousness, all that is you, your continuum of being you, has ceased to exist in the physical world. Now, moments later, the electrochemical process may start up again, allowing consciousness to emerge out of the information stored in the brain. But I wonder, where are you in the meantime? Oh, it's too stupid. Must we not assume that if a person's consciousness is lost, the person dies? If a new consciousness appears or not in the same brain is entirely inconsequential to the dead consciousness. The new consciousness is simply a new person. Because it emerges from the same brain, it has access to all the memories and cognitive structures as a dead consciousness, so it thinks it is the same person, but in actuality, it is just an imposter. Kann ich richtig auf die Fresse hauen? From the previous, now dead inhabitants. Yes, like talking to a child. What about the soul? Soul? I knew he was stupid. There's no such thing as a soul. We are machines of biology, nothing more, nothing less. Idiot! The soul, simply a pointless concept dreamt up by priests and fairy tale men. You're an anomaly, you. An outlier. Useless. A laughing anus is what you are. I do not know. Are you here to help me? You seem beyond help. What are you working on? Gathering data. Nazi activity. Behavioral patterns. Ours. Theirs. Doing the math. Developing predictions. Where are they allocating resources? Where will they strike next? And after that, what are the larger trends triggering their actions? Figure out what choices they will make before they make them. You talk as if the future is inevitable, as if all our choices have already been made. You think there is such a thing as free will? You know so little of the world. You want to be the captain of your fate, do you? This fight, you will lose. Aber wie wird mein Mikrofon gerade laut? War against physics. My actions are my own. Das ist ein Zug. All phenomena in the physical world follow the simple rule of cause and effect. Your brain is no exception to the rule. Know the causes, you can predict the effects. The same is true for everything. So what's with the arsenal? Preparing for the end. I know where my road leads, and I intend to take
experience with firearms. Will you teach me? Gott, war das ein Horror, ey. Waren die schon immer da, die Blumen? Oh. Hi. War ein bisschen komisch, dass er hingeschlafen hat und die Frau vorne, weil ich kenne das eigentlich so, dass das Männchen immer auf der Seite schläft zur Tür. Wegen natürlichen Schutzmechanismen. Max Haas, haben Sie Ring gesehen? Zeigen Sie Ring. Ich habe auch vorher gar nicht auf die. Also ich habe gar nicht vor, wie lange wir schon aufnehmen. Wir waren schon bei 8 Minuten, müssen wir es erst. Kommen wir ein bisschen länger vor. Ja, wo finde ich jetzt einen Ring? Ja, ich glaube, ich finde den jetzt auf die Schnelle nicht. Das heißt, Zimbabwe, lass mich mal durch. Ich muss einen Ring finden. Wo ist der Ring? Egal, scheiß drauf. Oh, Isha Koach, Shimshin, Isha Koach. That's all I need. Or actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. Like I'm a goddamn errand boy. Hier, nimm. William. Do you have a moment? Blaskowitz gesehen. Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? Fegeln. I want this. With you. Like this. Always. It will happen, William. Believe it. Listen to my voice, Blaskovich. There you are now, inside sewage tunnels, the intestinal tracks of the city. And deeper below, the Berlin catacombs, the vast complex, the most secure site in all Berlin, the central munition stockpile of the Nazi regime, the things we could do with those weapons. Riot, we revolt. This access road is waterlogged, impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. Okay. This is the first phase of the plan to gain access to Seth's underwater safekeep. Use a tunnel glider to find a way into the weapons depot in the burning catacombs. Anya has agreed to track your position on the transponder and provide tactical support. Good luck, Blaskovich. Good. These are deep waters. William, can you hear me? Yes, I hear. You have to make your way all the way through the sewer tunnels and into the Berlin catacombs. I'll try to guide you through. The sewers. Hallo. Hallo. Oh Gott. Das wäre cool, wenn ich zur Seite dingeln könnte. You have to exit the tunnel glider to neutralize obstacles in your way. Don't lose track of the tunnel glider. It's your only source of oxygen. I was a kid, and the red tide was rising. Went in the water on account of disobeying father. Felt like my skin was on fire. Kann ich eigentlich an den fahren und ein bisschen Luft schnappen? Oder brauche ich das überhaupt? Okay, da. Die Steuerung gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht zur Seite komme. You are right underneath the Eisenwald prison now. Caroline told me, a few inmates tried to escape through the sewer system with some valuables a few years ago. They didn't make it very far. Okay, das geht nicht. Ich kann es nicht umschalten, warum auch immer. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal ruhen. Some areas might be too narrow for the tunnel glider. You may have to swim. Ach Gottchen, ich hasse Unterwasserlevel. Wo soll ich denn hin, Freund?
Komme ich da oben durch? Nein. Okay, okay, Realitätsüberprüfung. Wir fahren jetzt erstmal hier hin ran. Wir drehen uns geschickt um. So, da unten ist zu. Wir könnten versuchen, hier hochzugehen, weil hier Licht durchscheint. Komme ich da mit dem Tunnel da nicht durch? Okay, gut, dann lasse ich den aber da. Na gut, das hilft mir so auch nicht weiter, ne? Das sieht hier relativ dicht aus. Da oben könnte ich zwar was machen, aber... Ja. Ach Gottchen. Ich bin jetzt noch nicht so begeistert von diesem Level, wenn ich ehrlich bin. So, dann fahren wir erstmal nach unten und gucken, was wir hier sehen. Was ist da? Okay, da müssen wir wahrscheinlich lang. Ja gut, es wird mir auch gezeigt. Da sind irgendwelche Menschen. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Ach so, hier, das Ding soll ich kaputt machen. Gut. Ich glaube, wir verlieren jetzt nun dann nicht Leben, sondern dann Sauerstoff. Hat jedenfalls so gewirkt. Der Rand vom Bildschirm ist ein bisschen dunkel geworden. Ja, gut. Wollen wir das denn? Okay, Realitätsbewegung, ob wir irgendwas verpassen. Erstmal ein bisschen rumfahren. Erstmal hier an die Decke gehen. Nein, ich möchte eigentlich hier kurz mal an die Decke. Nicht Decke. Wie nennt man das? Oberfläche. Können wir irgendwas machen eigentlich? Wirkt fast nicht so. Okay, dann. Weiter. Warte mal, das war die falsche Taste. Das hier, hier war das doch, ne? Ja, Play. It's in Polish. Ach, meine Fresse, das geht nicht, dann nicht. Warum denken sich Spielentwickler, hey, wir bauen so Dinger, dass wir Musik nehmen oder irgendwas nebenbei hören können? Aber nicht während man läuft, ne? Also, man muss sich schon aktiv. Also, dann. Also es war eigentlich gerade nicht mal richtig ausgedrückt, dass das, dass man es nebenbei hören kann. Man muss es ja aktiv hören. Man kann es ja nicht nebenbei hören, weil sich das Spiel so denkt, so. Nein, doch darf's nicht. Achtung, Lebensgefahr, Hochspannung. Au. Ich hoffe, das passt so. Sieht aber schon mal gut aus. Hätte ich auf den zweiten achten müssen? Ich hoffe nicht. Hallo, lass mich durch. Gut. Das hat anscheinend geklappt. Was ist da auf der anderen Seite? Das interessiert mich jetzt. Hätte ich das so positionieren können? Warte mal, ich hab's hier gestoppt, glaube ich, ne? Das ist nur ein Stückchen weiter gerutscht. Wenn ich es noch ein bisschen weiter nach da gemacht hätte, hätte ich da wahrscheinlich auch noch durchgekönnt. Und das wahrscheinlich ein Secret versteckt oder so. Was weiß nicht bekommen. Oh, aber na ja, der passt schon. Okay, vielleicht diese Wege hier. So, machen wir erstmal hier einen Silencer drauf. Der Bombenangriff auf Berlin. Oh, das war noch vom Kriegsende, okay. So, da waren wir herge... Ja, ich höre es mir irgendwann an, wenn ich... Nein.
Ich habe nur kurz geguckt, ob hier irgendwas ist. So, wir sind ganz schön tief eingetaucht, ne? Okay. Ich würde sagen, wenn wir reinspringen, sehen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.